Die Rapid-Viertelstunde wird Ihnen präsentiert von Immo United. Irgendwie fühlt sich das schon sehr gut an, wenn man Salzburg schlägt, wenn man dann auswärts in St. Pölten 4:0 gewinnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24. Ich bin hier am Spielfeld in unserem Stadion. Hinter mir, neben mir, das sind diese Beleuchtungskörper, die unseren Rasen zum Wachsen bringen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Rapid-Viertelstunde, das bedeutet, wir haben sehr schöne Themen wieder vorbereitet. Hier sind sie. Torjäger Mario Sonnleitner im Interview. Meisterschaft mit breiter Brust nach Mattersburg. Und entdeckt, seltene Rapid-Medaille am Schrottplatz. Unser Museum, das Rapideum, genießt ja größte Beliebtheit. Viele, viele Rapid-Fans kommen Tag ein, Tag aus und schauen sich wunderschöne Exponate an. Ein so ein Exponat, das es demnächst im Rapideum geben wird, das haben wir am Schrottplatz gefunden. Wir sind heute nicht in Hütteldorf, sondern in Kimmerton an der Ybbs bei der Firma Metran. Das ist eine Firma, die sich um Altmetalle kümmert, die Altmetalle weiterverarbeitet oder zur Weiterverarbeitung vorbereitet. Und da gibt es ein ganz spezielles Stück, das mit der Rapid-Geschichte zu tun hat. Und das wollen wir uns heute ganz genau anschauen. Wir haben im Zuge unserer Aufbereitung von Industriemetallen, haben wir, also ein Mitarbeiter bei uns ist mit einer Medaille zu uns gerannt gekommen und hat gesagt, ich glaube, die sollte man nicht als Material, also als goldhältiges Material verwerten, sondern da steht nämlich Staatsmeister, Staatsliga drauf, 1956, 57. Und wir haben das einmal im Büro liegen gehabt, eigentlich so 14 Tage, 3 Wochen. Dann habe ich mir im Internet recherchiert, ja, da gibt es ein Rapideum in Wien, und dann habe ich eine Mail geschrieben, ganz einfach, und eigentlich 2 Stunden später Antwort gekriegt, ja, interessant. Es war ein Freitagnachmittag, ich war kurz vor dem Nachhause gehen eigentlich schon, und da habe ich gedacht, ach, da ist noch ein Mail reingekommen, und da habe ich dann gedacht, okay, Medaille 56, 57, na, da schreiben wir aber lieber gleich zurück, und habe mich dann gleich gemeldet, und war schon schön dann zu sehen, wie das auf einmal auftauchen kann, wie da eine Medaille, die doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, gefunden wird, wo sie vor allem gefunden wird. Die Schwermedaille aus der Schwimmsinkanlage werden da quasi aufgelegt auf dem Beschleunigungsband, im hellen Bereich dann schön mit Lichtbe aufschlagt, und die Kamera filmt die Teile, und Druckluftdüsen schießen jetzt die Farbe, die wir gewählt haben, raus. Bei der Medaille gelb bleibt beim Messing. Wenn wir rot rausschießen, bleibt Gelb über. Und so ist das bei der Maschine dann rausgekommen. Ein Mitarbeiter ganz stolz gekommen und uns die Medaille ins Büro gebracht. Ja. Und so sind wir in Besitz dieser Medaille gekommen. Sieger der Meisterschaft Liga A 1956-57. Ein sehr schönes Stück. Und so, das ich wirklich anschauen. Vielen Dank. Na, sehr, sehr schön. Dadurch, dass die halt jetzt auch schon mehrmals verwertet worden ist, sind natürlich auch Gebrauchsspuren drauf. Es sind kleine Kratzer drauf und so weiter und so fort. Und man sieht halt auch, dass die schon einiges miterlebt hat. Und das macht das Museumsobjekt natürlich gleich nochmal viel interessanter. Und da sieht man einen kleinen Knopf, wo ein bisschen ein Heißteil, ja. Eine Verbrennung eigentlich drum, Herkunft, Müllverbrennung. Ja. Sehr lustig. Ja, wir haben es gravimetrisch ausgemessen, also Dichte, wie der Archimedes mit dieser Königs Krone eigentlich, wie viel Goldgehalt hat die. Das kann man auswiegen, und wir sind auf einen Goldgehalt von ungefähr 14 Karat gekommen. Das ergibt einen Materialwert von ungefähr 450 Euro, was das goldwertig ist in dieser Medaille. Ich habe da mal mit dem Stefan Kulowitz drüber gesprochen, der uns auch seine 2 Meistermedaillen fürs Rapideum zur Verfügung gestellt hat. Und der hat gesagt, naja, das kann man nicht aufwiegen. Das ist so das Wichtigste in meinem Leben, was ich sportlich geschafft habe. Und da sieht man schon, wie wichtig das für Spieler ist und für uns als Verein sowieso. Das ist das Symbol für einen ganz, ganz großen Erfolg. Und da einen Wert daraus zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Für uns hat es einen riesigen ideellen Wert.
und ist kaum in Geld aufzuwiegen. Ich habe gehört, es gibt ein paar Rapid-Fans in der Firma und da passt das ja vielleicht dazu. Und einer für alle, alle für Rapid in dem Fall, ist natürlich unser Supermotto, aber in dem Fall hat es ja auch von der Firma her ganz gut passt. Das wird sicher passen. Wir haben einige Rapid-Fans. In René, unseren Loderfahrer, der, glaube ich, lässt kein Match aus. Na perfekt, so soll es sein. Das freut uns immer sehr. Danke. So, und da haben wir einmal die Kopie. Bitte da einmal unterschreiben. Wenn man die Alternative anschaut, nämlich es schmilzt mit den anderen Atomen dann und wird irgendwann einmal ein Zahnersatz oder Goldschmuck, ja, ist auch schön, aber es hat so einen Mehrwert. Ja. Also wie viele Medaillen gibt es von dem, das wissen wir selber nicht, aber ich glaube nicht allzu viele. Wir haben nämlich genau eine andere, die ist vom Ernst Happel, und bei allen anderen wissen wir nicht, ob es diese Medaillen noch irgendwo gibt, ob die verschwunden sind und so weiter und so fort. Da findet man es nicht mehr. Da drinnen findet man es nicht mehr, also in dem Material wäre es untergegangen. Ja. Ja. Na super. Ja. Sehr spannende Arbeit, die die Kollegen da vor Ort machen, und ich bin wirklich, wirklich froh, dass die diese Medaille da rausgefischt haben, weil, das ist ganz klar, und da zitiere ich jetzt Indiana Jones, diese Medaille gehört ins Museum. Ein ganz toller Fund, eine Meistermedaille, die kommt in unser Rapideum. Das passt besonders gut in unser Jubiläumsjahr. Wir feiern ja jetzt gerade 120 Jahre Rapid. Da gab es zum Beispiel auch jetzt ein Gewinnspiel. Rapid News. Zahlreiche Rapid-Fans sind der Aufforderung des Vereins, werde Teil des Legendenbildes und schick ein Foto von dir vor dem grün-weißen Jubiläumssujet 120 Jahre Rapid, das in und rund um Wien seinen Weg auf zahlreiche Plakatwände und Citylights gefunden hat, gefolgt. Unter allen Einsendungen ist ein gerahmtes Legendenbild im Premium-Format, ein Nostalgieball und andere Fanartikel verlost worden. Wir gratulieren den Gewinnern. Rapid fährt mit breiter Brust ins Burgenland. Am Programm der vorletzten Ligarunde im Grunddurchgang steht Mattersburg. Die rein rechnerischen Vorzeichen für Sonntag, den 10. März, stehen gut. Die Wiener haben nämlich die Elf von Klaus Schmidt in der laufenden Saison schon zweimal besiegt. Zum einen in der Meisterschaft, wo der SK Rapid im Herbst einen 1:0 Heimerfolg gefeiert hat, zum anderen im Cup, wo sich die Grün-Weißen in der zweiten Runde im Elfmeterschießen durchgesetzt haben. Außerdem liegt die letzte Niederlage der Hütteldorfer im Pappelstadion schon fast 6 Jahre zurück. Er kann es nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Knie. Das hat Mario Sonnleitner am vergangenen Samstag im Spiel gegen den SKN St. Pölten eindrucksvoll bewiesen. Mit 4 Treffern ist der Innenverteidiger der erfolgreichste Torschütze der aktuellen Ligasaison. Inklusive Europacup sind es sogar 6. Mehr Pflichtspieltore haben nur Thomas Murk und Christoph Knasmüllner, der ja zuletzt ebenfalls gegen St. Pölten eine Vorlage von Philipp Schobesberger eingelocht hat. Für Mario Sonnleitner ist die laufende Spielzeit jedenfalls schon einmal die torreichste in seiner seit 2010 anhaltenden Rapid-Karriere. So, und jetzt habe ich hier auf unserer Betreuerbank, auf der Ersatzbank hier in unserem Stadion Platz genommen und neben mir ein ganz, ganz besonders netter und vor allem erfolgreicher Gast. 326 Mal schon für Rapid gespielt in Pflichtspielen. Mario Sonnleitner, herzlich willkommen. Ich habe ein bisschen recherchiert. In deiner Jugend beim GAK warst du einmal Stürmer. Irgendwann haben sie dich dann nach hinten geschickt, haben gesagt, gescheiter ist, du spielst Verteidiger. Wie geht es jetzt mit dem Tore-Schießen? Ich war als junger Spieler, wollte eigentlich immer vorne spielen. Es ist sie dann irgendwann in der GAK-Akademie, haben sie zu mir gesagt, ja, du bist physisch stark, du bist groß, schaust vielleicht hinten, bist vielleicht besser aufgehoben. Und dann hat es eine Aktion gegeben, wo mein Jugendtrainer, wo ich allein vor dem Tor war, und den habe ich nicht gemacht. Mhm. Und dann hat der Jugendtrainer gemeint, ja, okay, passt, probieren wir es einmal hinten, da sind die Chancen vielleicht größer. Aber unter Anführungszeichen diesen Torriecher oder dieses Tore-Schießen, den Hunger, den habe ich eigentlich immer gehabt, da in den vergangenen Jahren, wie ich viel gespielt habe. Und ich versuche einfach in dem wenigen Szenen oder Spielszenen oder wenigen Aktionen, die für mich jetzt wirklich möglich sind, ein Tor zu erzielen, da einfach 100% Gas zu geben, wie auch hinten. Weil ich glaube, heutzutage das erste Tor fast immer das Wichtigste ist oder bei Standardsituationen ein Türöffner für ein Spiel sein kann.
Und da versuche ich natürlich auch der Mannschaft vielleicht mit einem Tor zu helfen. Aber wenn wir alle Spiele zu Null spielen, wäre ich auch zufrieden, wenn ich kein Tor mache, weil dann spielen wir wenigstens immer unentschieden. Der Steffen ist vor einem Dreivierteljahr so quasi in Pension gegangen. Du bist jetzt der Älteste in der Mannschaft. Bist du jetzt so ein bisschen der Vater für die Spieler? Sprechen sie mit dir, plaudern sie mit dir, schauen sie auf zu dir? Wie ist das? Wie ist deine Position und deine Funktion in der Mannschaft? Nein, ich versuche halt einfach allen Spielern zu helfen. Durch das, dass ich jetzt sehr viele Spieler schon habe und sehr ein bisschen älter bin als die meisten anderen, habe ich natürlich auch schon viele Situationen in meinem Leben gehabt, egal ob es jetzt außerhalb des Platzes oder innerhalb des Platzes ist. Und da versuche ich einfach mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn wer was braucht, kann er immer zu mir kommen. Ich kann ihm jeden Spieler helfen und versuche einfach das der Mannschaft zu geben, das, was ich gelernt habe und die Erfahrung, die ich habe. Und ich glaube, das passt ja sehr gut. Aber wir haben sehr viele Spieler, die Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass das nicht nur an einer Person liegt, sondern dass auf mehreren Schultern das verteilt wird. Und das schaut in den letzten Wochen und Monaten gut aus. Das heißt, du fährst im Moment zu jedem Training mit derselben Freude, wie vor 7, 8 Jahren wieder zu Rapid gekommen bist? Ja, natürlich. Also Freude sollte man nie verlieren an seinem Job und vor allem am Fußballspielen. Das ist das Wichtigste, egal wie es jetzt läuft. Aber es ist natürlich viel, viel leichter, wenn man Spiele gewinnt. Und und auch wenn man spielt, das ist natürlich auch toll. Aber man darf halt nie vergessen, dass von nichts kommt nichts. Und wir müssen trotzdem, auch wenn es Spaß macht, vielleicht das Training ein bisschen mehr, wenn man die Spiele gewinnt. Aber im Training müssen wir uns trotzdem noch viel erarbeiten. Es ist noch nicht alles perfekt. Und deswegen ist das zwischen Freude und Ehrgeiz, um sich weiterzuentwickeln, muss ein guter Part dazwischen sein. Zwei Spiele noch. Trotzdem schwierig, oder? Ja, wir haben das schwierigste Spiel immer gleich am Anfang der Saison gehabt. Ich glaube, da sind wir wirklich über uns hinausgewachsen und haben gesehen, was möglich ist. Und dann war es früher so, dass wir dann nicht mehr die Leistungen bestätigen konnten. Und das haben wir jetzt gegen St. Pölten auch geschafft. Aber wir dürfen einfach nicht den Fokus verlieren und nachlassen, weil es ist jeder Gegner, wie man sieht, wie eng die Tabelle ist. Jeder Gegner ist schwierig zu bespielen. Das Niveau ist sehr hoch und das kann jeder jeden schlagen in der Liga, wenn man jetzt vielleicht die ersten zwei Mannschaften rausnimmt. Und dadurch müssen wir einfach hochkonzentriert jetzt die letzten zwei Spiele für einen Grunddurchgang angehen. Aber wenn wir die zwei Spiele gewinnen, glaube ich, ist die Chance sehr hoch, dass wir wirklich noch in das Meisterplayoff kommen. Am Sonntag, 17 Uhr, Mattersburg. Gästesektor ist restlos ausverkauft. Ganz kurz von dir, der Gegner Mattersburg, schon immer nicht so ganz einfach zu spielen, oder? Genau, sie sind auch sehr gut reingestartet in die Liga. Sie haben unentschieden gegen Sturm geholt und jetzt in Tirol gewonnen, das nicht einfach ist. Sie haben eine sehr aggressive Spielweise und vor allem gegen uns wollen sie immer gewinnen. Deswegen müssen wir hellwach sein und wir müssen den Kampf dort annehmen. Wichtig ist jetzt, dass wir die Spiele gewinnen, die zwei. Da gibt es keinen Schönheitspreis, nichts. Wir müssen die Punkte einfahren, weil wenn wir die drei Punkte in Mattersburg holen und dann gegen Hartberg, dann, wie gesagt, da haben wir vielleicht was Unmögliches möglich gemacht. Ich sage Dankeschön für das Interview und wünsche dir alles Gute und freue mich so riesig, dass wieder alles so rennt, wie wir uns das wünschen. Dankeschön. Das war sie, die Rapid-Viertelstunde auf W24. Heute spielen schon unsere Rapid-2-Burschen. Sie steigen so quasi in die Meisterschaft ein. Alles nachzulesen natürlich auch auf unserer Homepage www.skrapid.at. Und jetzt für alle, die keine Karte im Gästesektor in Mattersburg bekommen haben, Sektor ist restlos ausverkauft, bitte die Daumen trotzdem drücken oder vielleicht nach Mattersburg kommen, da gibt es sicher noch auf den Linksseiten Karten. Dankeschön fürs Zuschauen, sagen Mario Sonnleitner und Andi Marek. 57. Ein sehr schönes Stück. Und so, das ist wirklich anschauen. Vielen Dank. Die Rapid-Viertelstunde wurde Ihnen präsentiert von Immo United.